Der Postbote war gerade wieder da. Ich glaube, ich weiß auch schon, was es ist. Aber ich hätte noch auf den Adressaufkleber gucken müssen. Ah, jetzt weiß ich, was es ist. Ich habe mir was bei Auna bestellt. Okay. Zack, jetzt machen wir das. Werfen wir einfach runter. Bäm. So, und hier haben wir ein Bluetooth-Lautsprecher. Ich habe so viele Bluetooth-Lautsprecher zu Hause. Das ist unglaublich. Oh, ich bin mir sogar in Schwarz bestellt. Was ein Zufall. Ich habe bei der Bestellung jetzt gar nicht drauf geachtet, welche Farbe. Aber. Ah, oh, ich liebe ihn jetzt schon. Hier haben wir ein bisschen Zubehör, das wird gleich angeguckt. Dann haben wir hier den Lautsprecher. Ich mache das alles hier nur kurz nebenbei. So. Das ist ein Bluetooth-Lautsprecher oder beziehungsweise, naja, es ist eine Lautsprecherbox. Wie auch immer, eine Röhre mit Tragegurt halt. Man kann sie. So. Zack. Jetzt werden wir mal ein bisschen die Kamera schwenken. So. So. Da ist das gute Stück. Es ist. Ich weiß nicht, wie diese Röhre jetzt gerade heißt. Deswegen muss ich leider drauf gucken. Aber. Hier steht auch nichts drauf. Das ist ja mal witzig. Und es ist auch keine Anleitung dabei oder ähnliches. Doch, da ist die Anleitung. Okay. Dann haben wir hier einmal den Tragegurt, den wir einfach hier reinklipsen können. Zack. Und hier reinklipsen können. Na? Ach, wenn ich so einen Zitterfinger hätte, würde das auch klappen. So, und dann kann man ihn einfach mal, hat man direkt einen Tragegurt. Dann hat man hier Aux-In-Kabel. Dann hat man hier DC 5 Volt, okay. Kann man wahrscheinlich hier das herkömmliche Handy-Ladegerät nehmen. Dann gucken wir mal, ob das Teil schon mal ein bisschen vorgeladen ist. Es ist vorgeladen, also. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich werde das mal ein bisschen verstellen noch. Er ist auf Bluetooth eingeschaltet. Ich nehme jetzt einfach mal mein zweites Handy. Mein zweites Handy, aber ich muss das mal ein bisschen heller machen, weil das geht alles hier gerade nicht so. So, dann suchen wir mal Bluetooth. Das war verkehrt. WLAN wollte ich nicht. Ich sagte Bluetooth. Und wir suchen mal. Ich weiß jetzt nicht, wie die Abkürzung von dem Solo Halo ist es nicht. Das ist einer von den Lautsprechern, die ich das letzte Mal hatte. So. So. Dr. Boom heißt das Ding. Naja. Geht doch. Okay. Er hat sich auch direkt verbunden. Dann gehen wir in YouTube. Dann nehmen wir auf Zack. Dann gehen wir auf freie Mucke. Dann gucken wir mal, was wir da an freier Mucke haben. Ich nehme die, die ich einfach mal immer nehme. Ich werde es erstmal leise stellen. Das Teil hier auf volle Lautstärke. Bam. So. Hier können wir noch den Bass regeln. Und das stellen. Okay, ich stelle den Bass mal voll ein. Dann haben wir noch mehr Equalizer Modes, aber. Ich weiß nicht, warum die nicht gehen, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht gehen die auch nur, wenn man irgendwas anderes außer YouTube benutzt. So, dann gucken wir mal, wie weit sind wir denn jetzt mit der Lautstärke?
Na komm schon. Okay. Schauen, ob das irgendeine Veränderung oder beziehungsweise ob es unterschiedliche Bluetooth-Verbindungen zu AUX gibt es ja auch manchmal bei manchen Geräten. Ich hatte zum Beispiel die DOS, irgendeine XL-Box von DOS, und da gab es unheimliche Qualitätsunterschiede von Bluetooth zu AUX. So, wollen wir noch mal gucken hier. Okay. Also, ich muss sagen, AUX ist definitiv leiser als Bluetooth. Bei der DOS-Box war es genau umgekehrt. Da war AUX richtig genialer Sound, und per Bluetooth, das konnte man voll vergessen. Vielleicht kann ich jetzt auch noch hier den Equalizer durchschalten. Nö, keine Ahnung, warum nicht. Bei AUX geht Equalizer auch nicht. Vielleicht sollte ich mir einfach mal die Bedienungsanleitung durchlesen, oder bin ich gerade zu faul zu? Okay, also AUX ist definitiv leiser. So, jetzt werden wir mal den USB-Stick versuchen. Mode, Load. Von dem Equalizer zu verstellen. Equalizer 2, 3, 4, 5, 0, 1. Ich weiß nicht, was es ist, leider. Wo
ist die Fernbedienung, die Bedienungsanleitung. Ich werde es mir gleich durchlesen. Deswegen will man es ja. So. Okay. Okay. Also das ist auf jeden Fall mal interessant, weil man kann diesen Equalizer zwar drücken und sieht auch, dass es dann durchschaltet und sich der Sound verändert. Das soll zum Beispiel Bass sein, aber das hört sich total grausam an. Aber in der Bedienungsanleitung steht leider nicht drin, was wofür steht. Normalerweise steht ja Jazz oder Classic oder Rock oder Pop. Wir lassen es mal bei 1. So, jetzt gehen wir mal ein Lied weiter. Der Sound ist okay. Das Ding kostet keine 30 Euro, deswegen, also man kann jetzt nicht die Welt davon erwarten. Aber Aber der Sound ist ganz okay dafür. Dafür, dass er wirklich alle möglichen Funktionen hat. Er hat USB, er hat SD-Karte, er hat Bluetooth, er hat AUX-In, er hat ein Radio, hat er auch noch. Mit Bass verstellen, mit Volume, mit Mode, mit Equalizer, okay, das ist schon mal eine ganz andere Nummer. Jetzt kommt chinesische Musik. Die ist nicht sehr anspruchsvoll. Oh, aber ich sag mal so, die hört sich wirklich gut an. Und ja, ich stehe auch auf chinesische Musik. Ich bin da so ein bisschen weltoffen, würde ich sagen. Das beruhigt mich immer sehr. Ich werde euch das Lied noch mal ein bisschen, spielen lassen. Hört sich wirklich gut an. Ich hoffe, ihr kriegt das. Also es kommt mit der Kamera so ganz gut rüber. Oh,
吹。